Wird jetzt wieder piepen, weil das Gerät oben ist. Und wir sind ja auch gleich hier fertig. So. Das haben wir hier auf jeden Fall mal Ölrettich schon angesehen. Bringen wir das mal zurück auf den Hof. Und der Harry, wenn der dann am Montag wieder da ist, der kann da mal ganz gepflegt hier, würde ich sagen, grubbern, untergrubbern. Oh. Hoppla! Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Der Nachbar da hinten hat auch schon wieder sein Feld fertig gemacht. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Da steht einer. Einen haben wir. Ich überlege gerade, wo der andere, der dritte Tracker steht. Ich gerade nicht. Switch mal durch. Ach, das steht hier noch. Stimmt, den habe ich ja hier hingestellt. Wir haben nämlich ein paar Kühe. Ich habe nämlich 6 Kühe schon gekauft. Weil der gute Alex seine Tierseele beflügeln wollte. Dann habe ich gesagt, gut, komm, ich habe da einen Deal ausgehandelt mit dem Händler. Und der gibt uns ein paar Kühe. Das hat er schon gemacht. Die 6 haben wir schon mal geholt. Wir könnten noch weitere holen auf jeden Fall. Das können wir eigentlich mal machen. Komm, wir gehen jetzt mal noch weitere 6 holen. Das können wir jetzt mal machen. Und dann wollte ich noch ganz kurz ins Online-Buch unseres Händlers gucken. Denn der hat mir gesagt, er hat neue Fahrzeuge bekommen. Das hier, den hat er schon länger drin, stimmt. Ah, hier der 7R, das ist der neue, den er gekriegt hat, okay. Denn wir wollen uns auch ein bisschen spezialisieren auf eine Markenrichtung. Es wäre auf jeden Fall gut. Denn, Alex und Harry, wie gesagt, die sind ja auch hier. Und wir haben jetzt hier aktuell, wir haben einen Massey Ferguson, wir haben einen Deutz. Hier, Deutz. Und wenn ich mich recht entsinne, der Walterer ist auch noch da. Und wir haben gesagt, wir wollen uns spezialisieren auf nach Möglichkeit eine Richtung. Was wiederum heißt, dass wir einfach einen speziellen Vertrag vielleicht eingehen werden, auch was es betrifft, den Drescher zu haben. Und da müssen wir mal gucken. Deswegen, wir wollen uns spezialisieren auf eine Richtung. Das haben wir so abgesprochen. Au. Das haben wir so abgesprochen. Deswegen wollen wir mal gucken. Also dann werden wir John Deere nehmen, wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich das A und O werden.
Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir dann nicht da bei Gelegenheit das da verdichten wollen. Das können wir dann eigentlich auch noch machen. Ja, da werden wir Richtung John Deere gehen komplett. Auch mit dem Drescher und alles. Da haben wir mit dem Händler, habe ich schon gesprochen. Mit dem habe ich schon gesprochen, was er da machen kann. Und der hat schon gesagt, der hat da ein paar Sachen im Petto. Wo er ein bisschen, ja, drücken kann, ein bisschen checken kann. Und vielleicht kriegen wir da Exklusivvertrag irgendwie hin, weil er ja auch Vertragswerkstatt ist. Also der Händler hat eine Vertragswerkstatt für John Deere Geräte und da wäre das natürlich schon von Vorteil. Rechts runter, ne? Ja. Welche Story? Weiß nicht, was du meinst. Das ist jetzt alles pure Realität. Da habe ich gerade mal woanders dahin geguckt, ne? Gut, dass wir noch keine Tiere hinten drin haben. Das ist also, das wäre jetzt ganz, ganz übel gewesen. Also mal kurz rechts ranfahren. Ich habe da, muss mal ganz kurz was checken. Können wir hier nur noch nicht. Das bietet sich doch an, oder? Na, da komme ich nicht rein. Fahren wir weiter. Och, was ist denn jetzt los? Ah, hier ist eh der Händler. Aber wir warten mal ganz kurz hier. Runde. So, ja, ist Freitag. Der hat schon gesagt, ich soll mir einfach das Zeug holen. BZW hat mir die Tiere gerichtet, hat er gesagt. Und dann können wir da mal hingehen. Mal checken. Tatsache, hat er gerichtet hier. Was sind sie, die Guten? Ich find's geil, und wieso bist du nun dort? Also, wenn wir eh schon so ein bisschen in die Story abschweifen, was auch okay so ist, wie ich finde. Warum sind wir nun hier? Wir haben Neustadt, ja, den Rücken gekehrt, aus einem simplen Grund. Wir mussten. Das ist eine schwere Entscheidung gewesen, dann doch wieder zu gehen, aber wir haben den ja nur gepachtet zum Glück und konnten somit also ohne Probleme wieder aus dem Pachtvertrag natürlich rauskommen. Und es war eine familiäre Tragödie und deswegen mussten wir leider den Neustadter Hof verlassen. Wir befinden uns hier jetzt auf dem Hof meines Vaters. Mein Vater hatte einen schweren Autounfall, deswegen musste ich jetzt hier auf den Hof gehen, deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Und deswegen sind Alex und Harry nun, sind wir nun hier.
auf diesem Hof. Es war eine gemeinsame Entscheidung, die wir getroffen haben, und es war definitiv die richtige Entscheidung. Da links rein, ne? Ja. Ja, mein Vater, natürlich, unserem Vater geht's wieder, also meinem Vater geht's wieder gut. Ganz klar, also es ist alles soweit wieder in Ordnung, aber er ist nun mal nicht der Jüngste und deswegen hat dann auch, ja, unsere Mutter, also meine Mutter, ein bisschen gedrängt und hat gesagt, nein, du hörst jetzt auf damit und übergibst das Ding und deswegen sind wir jetzt hier. Wir haben jetzt den Hof im Endeffekt übernommen. Er wurde saniert. Er wurde ja schon vor längerer Zeit mal saniert. Und dementsprechend ist das alles eigentlich recht gut und recht schnell über die Bühne gelaufen auch. Er ist recht modern. Dementsprechend ist das alles so vollkommen in Ordnung. Deswegen sind wir nun hier. Hallo Heiko. So, jetzt haben wir 12 Kühe. Und da wird sich der Harry auf jeden Fall freuen. Jetzt bleibe ich hier am Zaun hängen. Und es ist auch eine wunderbare, schöne, idyllisches Örtchen hier. Eine wunderbare vor allem. Natürlich brauchen die Kühe auch noch anderes Zeug. Ganz klar, ne? Wir müssen dann auch noch gucken nach Gras und sowas. Deswegen müssen wir vielleicht auch mal da hinten gucken, dass wir dann hier hinten das Ganze verdichten. Fällt mir gerade was ein, wartet mal ganz kurz. Ich habe nämlich noch gar nicht eingestellt, dass wir LS spielen. Aber jetzt! So, also hier müssen wir dann natürlich noch verdichten, ganz klar. Da haben wir jetzt gerade 40%, dass wir das Ganze dann verarbeiten können zu Silage. Für Essen und so weiter und so weiter. An sich ist der Hof natürlich sehr modern eingerichtet, also mein Vater hat da schon sehr, sehr gute Arbeit natürlich geleistet. Mittlerweile, der ganze Stall hier wurde neu gebaut und so weiter. Aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, wo man vielleicht nochmal finanzieren kann, dann im Endeffekt. Aber wir müssen halt jetzt auch erst einmal schauen, wie das Ganze jetzt im Endeffekt vorangeht. Der Vertrag mit Glas, den hat er ja aufgelöst. Und hat sich dann halt eben nur ein paar Fahrzeuge noch geholt. Und wir versuchen jetzt irgendwie, ja, an John Deere-Vertrag zu kommen. Ist nicht ganz so einfach. Aber der Händler wird da gute Arbeit leisten, hoffe ich doch. So, jetzt bringen wir erstmal das Teil, beziehungsweise den Viehhänger vielleicht, irgendwo unter. Weil wir haben jetzt erstmal 12 Kühe. Das muss jetzt erstmal reichen. Das muss erstmal reichen. Den können wir da reinfahren, denke ich. Hauptsache, er steht jetzt erstmal nicht mehr im Weg. Endlich wieder Story.